Hallo zusammen, in diesem Video begrüße ich euch einmal aus einem Hotelzimmer. Ja, ich weiß, das kommt sehr, sehr selten vor, aber es hat auch einen sehr guten Grund dafür und den zeige ich euch jetzt. Ja, und es geht um dieses Ding. Das ist das Aquatis in Lausanne. Und was das ist und wie es drinnen aussieht, das erfährt ihr gleich. Also bleibt dran, es wird spannend. Und ich verrate es euch jetzt, es ist ein Aquarium. Sehr schön gebaut und auch drinnen. Also eines der schönsten Aquarien, das ich jetzt die letzten Jahre gesehen habe. Also wirklich ein Aufenthalt wert hier in Lausanne. Imposantes Gebäude, dieses Aquarium. Sieht wie eine Fischhaut aus, die Struktur von den Wänden. Das ist der Eingangsbereich zum Aquatis Aquarium. Hier geht's rein. Hier kann man die Tickets buchen oder kaufen. Ja, das ist jetzt der Eingang. Geht da hier eine Treppe rauf. Ja, und das ist ein riesen Aquarium in diesem UFO drin. Ja, und ansonsten ist das Aquarium sehr düster gehalten, sehr dunkel. Also ein paar Spots gibt es da, aber nicht viel. Und hier wieder ein schönes Aquarium, aber ich sehe keine Fische. Wo sind die? Ah, da kommt einer. Hier wird der Zersetzungsprozess aufgezeigt. Ja, zum Beispiel so Cola-Dosen bis zu 100 Jahre, Plastik 1000 Jahre und das Extremste ist das Glas bis 4000 Jahre, bis sich die Natur das wieder zurücksetzt, also bis sich alles zersetzt hat. Wahnsinn! Ja, und wer findet den grünen Frosch? Genau, hier hinten auf dem Blatt ist er. Sehr gut getarnt.
Ja, das ist wie ein düsteres Labyrinth hier in diesem Aquarium. Sogar ein Restaurant mit einem alten Piratenschiff. Und kleinen Spielplatz für die Kinder. Und eine Aufzuchtstation von kleinen Krokodilen und Schlangen und Spinnen. Die Aufzuchtstation von der anderen Seite, und da müssen die kleinen Krokodile drin sein, aber ich sehe sie auch da. Da am Rand ist eins und dort hinten sind noch zwei. Das sind die Eier von den kleinen Krokodilen. Und hier hat sogar eine Schlange, die innerhalb, wenn man das Gegengift nicht gleich bekommt, innerhalb von 30 Minuten, wenn sie sich beißt, ja, dann stirbt man. Und das ist diese Schlange. Die grüne Mamba. Und die ist dort auf dem Baum. Ja, aber was ganz speziell ist, im nächsten Käfig, dass diese kleinen Freunde hier im gleichen Käfig sind wie dieses Krokodil. Also da ist ja aufpassen angesagt, hä? Ja, und das sind die südlichen Zwergmannbuste und das westafrikanische Krokodil, die hier drin sind. He? In einem Gehege. Schon speziell. In diesem Aquarium sind jetzt fast keine Leute. Also man kann da sich in Ruhe die Tiere anschauen. Und da ist sogar ein afrikanisches Dorf. Einfach in der Decke oben integriert. Da sind zwei Schlangen, eine Viper und eine Schönnatter. Aber keine Ahnung, wo die liegen. Ich habe sie noch nicht gefunden bis jetzt. Ja, und der niedliche Freund, das ist ein Pangasius. Ein großer Pangasius. Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Oh, du hast ein Geschäft gemacht. Das soll die giftigste Schlange der Welt sein, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie ist nicht angeschrieben hier. Aber ich blende es unten ein, wenn es diese ist. Jetzt kommen wir in den Amazonas-Teil. Da wird es gleich wärmer und grüner. Das sieht echt gelungen aus. Man kann da einen schönen Rundgang machen. Durch die Little Amazonas. He? Ein Cayman ist da, in diesem Gehege. Da hinten liegt er. Ja, Quizfrage, wer sieht den Frosch? Hier ist er. Und der zweite, den ich sehe, ist da. Und zu aller guter Letzt, das sind Piranhas, also genauer gesagt heißen die rote Piranhas. So, es ist zu Ende des Videos, wir sind durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Aquatis Wasserpark oder Aquarium. Wenn es so ist, lasst doch einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen, tschüss!